Der Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen ist dieses Jahr, wie wir darüber in unseren Sendungen mehrfach berichtet haben, 20 Jahre alt geworden, und zu diesem Jubiläum hat der Landesrat in der Serie Landesrat-Auswahl eine neue, die fünfte CD mit deutscher Volksmusik aus Ungarn herausgebracht. Diese neue Sammlung möchte ich Ihnen heute vorstellen. 11 Kapellen, kleinere und größere, spielen die insgesamt 20 Stücke, die auf der neuen CD ertönen. Selbstverständlich zählen sie zu den zurzeit besten ungarndeutschen Blas- bzw. Harmonika-Musikformationen landesweit, die in den Qualifikationspräsentationen des Landesrates am besten abgeschnitten haben. Ich danke dem Landesrat Ungarn Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen für das Material und ganz besonders dem Chefredakteur des Internetblattes Landesrat Forum, Manfred Meyerhofer, für die Informationen. Der Musikverein Vecsés ist die älteste und traditionsreichste Zivilorganisation in der Stadt Vecsés. Aus der beispielhaften Musikliebe und Beharrlichkeit der Vorfahren entstand das 200-jährige kulturelle Erbe aus dem Notenmaterial, aus dem ortansässigen Stil und Traditionen. In dem Musikverein Vecsés wirken 31 Musiker mit. Der Kapellmeister ist Imre Szobo. Musikalisch wird die Kapelle von Josef Fosekos geleitet und betreut. Das Orchester besteht aus Musikern, die neben ihrem Beruf in ihrer Freizeit musizieren. In dem Repertoire sind Polkas, Walzer, Märsche, Trauermärsche der örtlichen traditionellen schwäbischen Blasmusik sowie Polkas, Walzer aus Böhmen, Operettenstücke und Ouvertüren. Der Musikverein Vecsés spielt jetzt die Polka Temitrum, eine Bearbeitung von Josef Brunner.